Wir schauen uns erstmal hier weiter um. Wo sind wir denn jetzt? Das ist nicht das, wo wir eben waren. Das ist das, wo wir eben waren. Alter Schwede, das ist aber auch weitläufig hier, oder? Geht's hier nach links? Ne, da geht's hoch und hier geht's auch hoch. Ne, Moment, von da oben kamen wir. Wir gehen mal hier lang. Noch so ein fetter Gegner, der eine Schatztruhe bewacht. Machen wir ihn kaputt. Oh, er hat Verstärkung gerufen. Juhu. Eisige Kälte passt hier ganz gut. Am wenigsten hat Amelie und Kopernika. Und eisige Kälte. Ja, das sieht gut aus. Das machen wir so. Die buffen sich bestimmt erstmal jeweils wieder zwei Runden lang oder so. Wir könnten dann wieder gut Blutungseffekte und so gebrauchen. Ja, er bufft beide. Oh, er haut direkt rein. Gut, dass wir ein Schild haben. Gift. Gift ist schon mal gut. Und da auch. Damit können wir Bluten zufügen. In die Schlacht. So, er soll... Ja, keine Ahnung. Aufhören. Anzugreifen. Ja, komm, machen wir den direkt kaputt. Nutzen wir damit auch dafür auch die Blutungseffekte. Je schneller einer down ist, desto besser ist das wohl. Okay, er bufft beiden Verteidigung. Er beiden nochmal Angriff. Wir haben Heilung, die brauchen wir gerade noch nicht. Wir haben Gift, das können wir gut gebrauchen. Ein Dampfschlag. Wir können mal schauen. Ja, nur Arkane als Schwächen. Aber auch keine Resistenzen immerhin. Legen wir Feuer ab. Macht halt schon viel Schaden. Ja, wir legen es mal ab. Fokus, auch Mann. Ja, komm, noch den Heldenhieb. Oh, noch ein Heldenhieb, ey. Vergiften, Dampffaust. Ja, egal, wir machen Wartung. Um ihn nochmal anzupinkeln. Tobsucht. Keine Ahnung. Aber er hat dadurch, glaube ich, jetzt noch einen Bluteneffekt zusätzlich ausgelöst. Ja, blutet nochmal. Eieiei. Das war Gift. Hier, wir brauchen noch einen für sie. Heldenhieb weg. Oh, das ist gemein. Den will ich eigentlich nicht weggeben, aber ja, Statik. Als erstes das hier. Dann Statik auf ihn und eisige Kälte. Einer müsste dann schon bei tot sein. Die sind aber auch heftig gebufft, ey. Ja, den Schlag musste er machen, aber dafür ist er jetzt tot. Ja, der zweite Schild weg. Wartung, Flicken, Dampffaust, Gigatonnenschlag. Ja, noch was zusätzliches Grünes wäre eigentlich cool, aber... Egal, vergiften muss rauf. Und dann, keine Ahnung, eine Wartung auf sich selbst. Damit er den anderen nochmal anpinkelt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Gift mit drauf ist, weil das wirklich richtig viel Schaden macht einfach.
Sehr schön, nochmal den Schild weggehauen, das ist gut. 109 Giftschaden einfach, das ist so krank. Okay, dann ziehen wir jetzt ihren Dings durch. Heldenfahrt, Abfangmanöver. Das wäre ganz cool, wenn... Er blutet auf jeden Fall dann auch. Es wäre ganz cool, wenn er dann nicht angreift, weil er zurückschreckt. Geil, ja, sehr schön. So wollten wir das sehen. Lobsucht hat seinen Angriff weiter gesteigert. Okay, wir haben noch weiter Vergiften gekriegt. Eins kann weg. Mana-Barriere. Ja, die können eigentlich beide weg, erst bei Tod. Okay, das ist gut. Wir setzen... Zieht eine Karte. Ne, das bringt nichts. Ja, dann den Heldenhieb ein. Ne, Moment. Erst müssen wir die Dampffaust machen, dann den Heldenhieb und dann Gigatonnenschlag. Und dann wird es das wohl auch mit dem gewesen sein, oder? Also wenn das jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Und wir sind immer noch fast voll, das ist super. 303, Alter! Ja, cool. Alles nur für die Schatztruhe. Und ein Level up. Amelie hat Magie, ja, super. Aber bei Copernica ist die Magie gut aufgehoben. Und Galio nochmal 85 live obendrauf. Das ist so krass bei ihm. Schatztruhe. Silberschiene. Ich schätze, das war es wert. Gegenstände. Muckstücke. Silberschiene. Leben plus 35%. Geil. Ausrüstung. Sie. Da setzen wir direkt eine Stahlschiene durch eine Silberschiene. Das ist gut. 375, 305, 462. Ja, da braucht sie auf jeden Fall was Besseres. Ganz ehrlich, die Panzerplatte finde ich bislang immer noch nicht so gut. Stärke und Magie, der ist eigentlich besser bei dem Grünling aufgehoben. Was hat der Grünling? Glück. Ja, ganz ehrlich, weg damit. Dann kriegt er jetzt den Energiereif. Dann kann er auch mehr heilen wieder. Gezinkte Würfel oder Panzerplatte. Ja, die Würfel, oder? Hat sie jetzt dadurch auch mehr Crit-Chance? Wir schauen uns das mal kurz an. Ja, 7. Wenn wir das jetzt wieder ablegen, hat sie dann weniger? Ablegen. 5, ja. Okay, Glück beeinflusst also auch den Crit-Wert. Warum nicht? Wo müssen wir lang? Genau, hier runter, ne? Ja, bevor wir dem hinterher rennen, schauen wir uns jetzt einfach noch weiter um. So, zack. Ich glaube, ah, cool. Ja, das ist schön. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen gegen 4, wegen den 2 da links noch kämpfen. Aber nein, es wurden 3 und eine Bombe ist dabei. Die Bombe können wir dann natürlich auch weghauen. Hier, irgendwas muss weg. Wahrscheinlich hier die Feuersäule erstmal. In die Schlacht, Heldenfahrt und Abfangmanöver. Das ist doch geil. Heldenfahrt, in die Schlacht und Abfangmanöver. Jo, haut rein. Dann blutet das Vieh auch direkt und hat schon mal Fettschaden gefressen. Bam. Und zurückgeschreckt hat es auch noch. Okay, mal gucken, es blutet. Wenn wir da jetzt noch Gift draufsetzen, können wir da nochmal so raufhauen und dann nochmal Galio flicken. Weil er jetzt ja auch das Erschwächungsding hat. Die werden gleich beide auf ihn gehen.
Ich schätze mal, Gift und Bluten werden jetzt wirklich ihr Übriges tun und den Käfer kaputt hauen. Ja, spätestens nachdem er nochmal angepinkelt wurde. Cool. Ich habe nicht gedacht, dass sie auf Kopernika gehen. So, weg mit dem Vieh. Abfangmanöver, das ist cool. In die Schlacht. Heldenhieb. Ist eigentlich egal auf wen. Und Abfangmanöver auf den gleichen. Obwohl, eigentlich hätten wir Abfangmanöver auf den unten machen müssen. Heldenhieb zum Schluss auf den oben. Oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jo, cool. Das machen wir. Das auf ihn. Und dann die beiden hier. Dann ist der eine auf jeden Fall weg. Und wir haben nochmal Schilde. Dann können wir gleich nochmal schauen, ob wir uns vielleicht heilen können. Das wäre schön. Doch viel Life hat der eine jetzt nämlich auch nicht mehr. Und wegen den Schilden wird er auch nicht so viel Schaden mehr machen. Ja, er schreit sowieso nur. Hier, wir haben Wartung. Zweimal sogar. Ja, wir brauchen noch so eine weitere Dampffaust oder so. Heldenhieb kommt mal weg. Vergiften. Ah. Ja, warum nicht? Komm, wir vergiften, machen eine Dampffaust. Und dann Wartung auf Kopernika. Das wird ja wohl reichen, um den jetzt aus den Latschen zu hauen, oder? Mal mit Gift und nochmal angepinkelt. Der muss doch jetzt durch das Gift sterben. Ja, sehr schön. So wollten wir das doch sehen. 195 EP. Zeug haben wir auch gekriegt, aber nichts Neues. Ah, shit. Wieder daneben. Ja, ich traue mich immer nicht, so dicht dran zu gehen. Cool, Fokus direkt am Anfang. Das ist geil. Das da, dann das da und Mana-Barriere auf Amelie, würde ich sagen. Nächste Runde kann sie dann voll durchziehen. Die hat ja haufenweise Schwertkarten liegen. Okay, die haben uns angeschrien. Dreimal Heldenhieb, ja. In die Schlacht. Abfangmanöver auf ihn. Der ist ja sowieso eher bald down dann. Dann kann der hier unten ruhig mal anfangen zu bluten. Sehr schön. Ja, 59. Das hätte nichts genützt, wenn der jetzt angefangen hätte zu bluten. Dann machen wir noch einen Angriff oder so und der ist weg. Alles voll vergiften hier. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, einmal vergiften kann auf jeden Fall weg. Mal gucken. Wir haben Heldenfahrt. Geil. Dann machen wir Heldenfahrt. Heldenhieb auf ihn. Und den Gigatonnenschlag auf ihn. Das wäre voll geil, wenn wir den voll one-hitten würden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es dafür reicht. Oh man, noch 5 übrig, ey. Das ist so bitter. Geil, ein Crit. Ja, den haben wir one-hitted. Und er blutet schön vor sich hin. Das ist gut. So, mal schauen. Gift, Dampfhaus, ein weiterer Grüner wäre gut, oder? Oder wir haben das. Wir haben von jedem 2. Worauf verzichten wir am ehesten? Ich würde fast sagen, aufs Vergiften.
Eisige Kälte, das ist super. Dann machen wir Statik. Mana Barriere auf. Ja, Amelie wieder. Sie hat auch das Schwächungsding drin. Und eisige Kälte. Der eine dürfte dann auch nicht mehr lange leben, der noch überlebt. Der da. Ja, 65 hat er noch. Mit dem Blutungseffekt bleibt da nicht mehr viel. Er schreit nochmal. Flicken und zweimal Wartung, geil. Und eine Dampffaust haben wir auch noch. Dann würde ich sagen, wir machen zweimal. Wohl mal schauen, Wartung. Kopernika ist voll. Dann können wir Wartung auf Amelie machen. Blicken würde auch reichen bei ihm. Da kriegt er eine Dampffaust in die Fresse und dann pinkeln wir ihm nochmal ins Gesicht. So. Falls es nicht reichen sollte, ne? Ja, hat gereicht, okay. Ja, das war ein Schlag ins Gesicht. Ja, nochmal Gold und Zeug. Wir haben jetzt schon über 1000 Gold. Das ist viel, finde ich. Oh, die Händlerin. Hä? Wie jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Am Anfang. Sind wir oben lang? Ja, wir sind doch rechts lang, oder? Ja, wir waren rechts lang. Lol. Haben wir das Ding da einfach nicht gesehen? Oder war es wirklich noch nicht da? Aber egal, jetzt können wir kurz bei der Händlerin vorbeischauen und die Waffe holen. Kaufen. Waffe. Das. Ja. Aber nee, lieber noch nicht. Obwohl. Ja, komm, wir rüsten es mal aus. Und dann bauen wir ein bisschen mehr Heilung rein. Dex. Wir nehmen einmal Vergiften raus, hatten wir gesagt, glaube ich, ne? Oder sogar beide? Ja, kommen beide raus. Dafür einmal Flicken mehr rein. Ach nee, wir haben. Ah, einmal mehr Wartung wäre cool. Ja, kommen dann zweimal Flicken rein. So. Und dann rüsten wir das auch direkt aus. Sicherheitsbüchlein und Sicherheitsheft. Ja. Okay, wir gehen mal runter, bevor wir links weitergehen. Oh, da ist wieder so ein Riesenmonster. Da können wir das ja gleich mal testen. Schmiermittel, damit es besser flutscht. Oder so. Wir schleichen uns an und schlagen ihn. Okay, es ist wieder ein Schleim mit drin. Ja, jetzt haben wir direkt viel Zeug am Anfang auf der Hand zum Heilen. Ein bisschen zu viel irgendwie. Einmal flicken kann weg. Oh. Das macht's gerade schwer. Ja, komm, dann machen wir auch einmal Wartung weg. Okay, fest steht, wir greifen mit ihr an. Wir machen erstmal den Schleim weg, der ist schneller tot. So. Schauen wir uns gleich mal die Kettenfähigkeit an. Das war doch Kette, oder? Ja, ist sogar die Schwäche sehr schön. So, der Kettenblitz. Aber sie sind nicht paralysiert. Schade, darauf hatte ich jetzt so ein bisschen gehofft. Ich weiß, es ist nur jeweils eine 25-prozentige Chance, aber hätte ja trotzdem mal machen können.
Ja, das heißt, ich würde sagen, wir nehmen jetzt ihr Zeug hier in die Schlacht 84. Ja, komm, wir setzen beides auf sie, auf den Schleim. Dann ist er tot und das große Vieh kriegt den Blutungseffekt ab. Sicher, sicher. Sogar gekrittet. Toll. So, das wird jetzt heftig bluten. Und es schreit. Sehr schön, sehr schön. Mana-Barriere auf ihn, Mana-Barriere auf ihn, also sie jeweils. Und eisige Kälte. Aber viel Schaden macht die Ultrafähigkeit da jetzt nicht. 64 und das Ding macht ja, 13 bis 40. Bin nicht sehr begeistert. Ich glaube, die Schilde waren wirklich sehr viel wirkungsvoller. Wartung, Flicken und Dampffaust. Ja, machen wir mal. Dampffaust. 8 Gigatonnen Schlag ginge auch. Dann machen wir den. Komm, ganz ehrlich. Heldenpfad. Ey. Aber erst müssen wir noch Dampffaust machen. Dann Heldenpfad und den Gigatonnenschlag. Ja, das könnte reichen. Ja, er hat wieder den scheiß Widerstand drin, ey. Reicht wohl nicht. Nee. Oh, der war böse. Aber der Blutungseffekt hat ihm den Rest gegeben. Ja, ich würde sagen, wir wechseln bei Kopernika wieder die Waffe.